Hallo an alle Interessierten da draußen. Schön, dass ihr hergefunden habt oder schön, dass ihr wieder da seid. Thema dieses Beitrages ist der sogenannte Coronavirus alias SARS-CoV-2 alias die Wuhan-Lungenseuche. Dieser Virus ist ja momentan leider gerade in den asiatischen Regionen in aller Munde bzw. aller Lungen. Doch auch in Europa und anderen Teilen der Welt hat sich der Virus bereits breit gemacht. Im Rahmen dieses Beitrages möchte ich zuerst einmal klären, was ist ein Virus eigentlich und wo wird der Ursprung von SARS-CoV-2 vermutet bzw. wie gefährlich ist er. Danach schauen wir ausführlich und chronologisch auf die aus meiner Sicht wichtigsten Eckpunkte dieser Epidemie. Schwerpunkt hier wird China sein, denn immerhin wurde hier die weltgrößte Quarantänezone geschaffen. Aus den zum Teil drakonischen Maßnahmen im Land der Mitte kann man dann zumindest ein Gefühl dafür entwickeln, was uns in Europa noch bevorstehen könnte. Die beginnende Ausbreitung des Virus in der BRD reißen wir auch kurz an. Immerhin wurden schon Schulen, Kindergärten und andere öffentliche Einrichtungen geschlossen. Kleiner sarkastischer Einschub meinerseits. Jetzt ist schon schulfrei und niemand demonstriert für das Klima und für die Regierung? Ach ja, Menschenansammlungen sind ja keine gute Idee. Zudem ist es gerade kalt draußen. Weiter im Text. Zu guter Letzt beleuchten wir dann noch einige Auffälligkeiten, auf die ich bei der Recherche für diesen Beitrag gestoßen bin. Wie beispielsweise die Rolle des P4 Hochsicherheitslabors in Wuhan bzw. in der Nähe des Meeresfrüchtemarktes, der als Ground Zero für den Ausbruch gilt. Ziel dieses Beitrags soll es sein, dass ihr am Ende ein möglichst breites Bild über den Ausbruch habt, denn man kann möglichen Gefahren am besten begegnen, wenn man diesen möglichst gut informiert entgegentritt. Eine Bitte noch, falls ihr mich bei dem Projekt M-Files unterstützen möchtet, lasst ein Abo da, liked und teilt und kommentiert das Video. Und wie immer komme ich auch gerne in den Kommentaren mit euch ins Gespräch. Zudem lege ich euch die Mundpropaganda ans Herz. Kommen wir zum ersten Punkt. Was ist ein Virus? Ein Virus ist ein Krankheitserreger, der sich mit Hilfe von Wirtszellen vermehrt. Die Auswahl an möglichen Wirten ist hierbei mannigfaltig. Sie reicht von Pflanzen, Pilzen, Tieren bis hin zu Mensch, aber auch Bakterien. Viren sind hierbei Partikel ohne jegliche Stoffwechselfunktionen. Somit ist bis heute nicht geklärt, ob es sich um Lebewesen im eigentlichen Sinne handelt. Sie fungieren lediglich als Träger ihrer eigenen Erbinformation, die für den Ausbruch und die weitere Verbreitung nötig ist. Die Wirtszelle wird hierbei quasi überfallen und dazu gebracht, selbst Viren zu produzieren. Grob gesagt, verschafft sich ein Virus erst Zugang zur Zelle, dann befreit es sich von seiner Hülle, um das Erbmaterial an die infizierte Zelle weiterzugeben. Der finale Schritt ist dann die Freisetzung der neu generierten Viren im jeweiligen Wirtssystem. Mögliche Übertragungswege sind hierbei die sogenannte Tröpfcheninfektion. Allerdings gibt es auch die Möglichkeit, sich mittels Oberflächenkontakt zu infizieren. Hier spricht man dann von der sogenannten Schmierinfektion, also zum Beispiel Türklinken oder ähnliche Oberflächen. Insekten können Viren auch als Vehikel dienen, um ihre DNA weiter zu verbreiten. Welche Symptome bildet das Coronavirus aus? Die Bandbreite der Symptome reicht von einer normalen Erkältung bis hin zu einer schweren Infektion der Atemwege oder auch der Lungenentzündung. Das Risiko, um durch dieses Virus ums Leben zu kommen, tragen vor allen Dingen Patienten, die bereits Grunderkrankungen haben. Das Virus ist der Auslöser der sogenannten Covid-19-Krankheit, in deren Folge kann es zu Fieber, Husten, Atemnot, Muskelschmerzen oder auch Müdigkeit kommen. Seltene Symptome sind Auswurf, Kopfschmerzen, Bluthusten und Durchfall. Soweit, so schlecht. Aber woher kommt, den offiziellen Angaben nach, das Virus, mit dem sich schließlich der noch unbekannte Patient 0 infiziert hat? Wie wir später noch anhand der Chronologie der Ereignisse sehen werden, wird davon ausgegangen, dass sich unser Patient 0 auf dem Meeresfrüchtemarkt in Wuhan ansteckte. Neben allerlei Meeresgetier wurden auf diesem Markt auch Wildtiere feilgeboten. Was allerdings nicht mit diesen Angaben kohärent ist, sind die Veröffentlichungen vom 19. Januar, nachdem chinesische Wissenschaftler gleich 5 unterschiedliche Virengenome gefunden hatten, die sich vom Ursprungserreger unterscheiden.
Da sich Viren durch die Reproduktion vermehren, lassen sich anhand der Mutationen und der Generationen Rückschlüsse auf das Alter des Erregers ziehen. Jetzt, wo ich diese Zeilen schreibe bzw. geschrieben habe, sind 8 Mutationen bekannt. Dies lässt vermuten, dass der Virus noch nicht allzu lang im Umlauf ist. Es wird vermutet, dass der Übergang vom Tier auf den Menschen Ende November, Anfang Dezember 2019 erfolgte. Man fand hunderte Kilometer weit entfernt im Kot von Fledermäusen einen Verwandten des heutigen Coronaviruses. Aufgrund einer Differenz von 1000 Mutationszyklen grenzen die Forscher den gemeinsamen Vorfahren auf einen Zeitraum von 20 bis 70 Jahren vor dem jetzigen Ausbruch ein. Ein Bindeglied zu der aktuellen Coronavirus-Variante ist noch nicht gefunden. Man geht davon aus, dass zuerst eine Übertragung von den Fledermäusen auf ein Säugetier stattgefunden hat, da auf dem Markt keine Fledermäuse zum Verkauf angeboten wurden. Dies alles ist aber mehr oder weniger Spekulation, da die chinesische Regierung nicht alle Daten freigibt. Es wäre also ebenso denkbar, dass ein Marktbesucher alle anderen Marktbesucher infizierte. Nun wissen wir also, womit wir es zu tun haben, aber welche Gefahren und Risiken gehen mit dieser Pandemie einher? Wenn man dem Leiter des Robert-Koch-Instituts Glauben schenkt, dann ist die Wuhan-Lungenseuche tödlicher als die gewöhnliche Grippe. Er sagte, die Ausbreitungsgeschwindigkeit ist hoch, darum müssen wir alle versuchen, es einzudämmen. Hinzu kommt aber noch die Krankenschwere. Mehr als 80% der Menschen bilden nur milde Symptome aus. Das ist eine gute Nachricht. Es gibt aber auch 15%, die schwer erkranken. Das ist viel. Nach den Zahlen, die wir bisher haben, muss man davon ausgehen, 1-2% der Infizierten sterben. Das ist eine schwere Krankheitsform. Deshalb macht es Sinn, die Ausbreitung dieser Krankheit zu verhindern. Vor allem, da es keinen Impfstoff gibt. Zitat Ende. Er weist zudem auch auf die Eigenverantwortlichkeit der Bevölkerung hin. Wer Grippesymptome habe, solle zu Hause bleiben, um eine weitere Verbreitung zu verhindern. Im Vergleich mit einer normalen Grippe sagte er, wir haben jedes Jahr Zehntausende Tote durch die Grippe. Die Sterblichkeit bei der Grippe liegt bei etwa 0,1-0,2%. Bei der aktuellen Corona-Epidemie sei diese Rate im Moment etwa 5-10-mal so hoch. Das könne sich aber jederzeit ändern, so wieder, so sei sie zum Beispiel in China höher als außerhalb Chinas. Nach aktuellen Meldungen ist es auch so, dass nicht nur Alte, Kranke und Kinder durch eine Infektion gegebenenfalls mit einem schweren Krankheitsverlauf rechnen müssen. Bei Corona kann es jeden in jedem Lebensalter erwischen, sagte Professor Alexander Keukle. Er ist der Direktor beim Institut für medizinische Mikrobiologie am Uniklinikum Halle-Saale. Nun lasst uns mit diesen Daten eine einfache Rechnung aufstellen. Laut diesem Artikel der Pharmazeutischen Zeitung vom 20.12.17 sterben jedes Jahr zwischen 290.000 und 645.000 an den Folgen einer normalen Influenza. Für diese Beispielrechnung ziehe ich nun den Mittelwert von 467.500 heran. Bei einer vermuteten Sterberate, die zwischen 5 und 10 Mal höher ist, habe ich die 7,5 als Multiplikator gewählt. Wir nehmen also 465.500 mal 7,5 und kommen so auf eine mögliche Opferzahl von 3.560.250 im Mittel. Dies ist eine noch eher konservative Rechnung. Mit diesen Zahlen im Hintergrund kann man die zum Teil drakonischen Maßnahmen zur Abwehr des Erregers schon ein Stück weit nachvollziehen. Die aktuelle traurige Bilanz des Ausbruches. Wir haben 83.867 Infizierte, 2.867 Opfer, aber auch 36.686 geheilte Patienten. So die offiziellen Zahlen, die von der Johns Hopkins University in Baltimore gesammelt und aufbereitet werden. Den Link zu dieser Viruskarte findet ihr bei den Quellenangaben. Dass es China generell mit Zahlen nicht so genau nimmt, weiß auch der Chef des Robert-Koch-Institutes, Herr Wieler, den wir eben schon zitiert haben. Alle Zahlen sind mit Vorsicht zu genießen, sagte er auf einer Pressekonferenz in Berlin. Die gemeldeten Zahlen spiegeln nur die identifizierten Fälle wider. Die Dunkelziffer dürfte um einiges höher liegen. Wie auch der sprunghafte Anstieg der offiziellen Zahlen belegt,
kommen wir nun erst einmal zu einer groben zeitlichen Abfolge der Ereignisse im Reich der Mitte. Die ersten Anzeichen für einen neuen Virus lassen sich am 1.12.19 finden. Hier will eine Gruppe chinesischer Experten vermutlich den Patienten 0 ausgemacht haben. Die ersten Erkenntnisse über dieses neue Virus wurden dann am 24.01.20 im Magazin The Lancet veröffentlicht. Von den frühen 7 Erkrankten gab es lediglich 2 mit einer Verbindung zu dem berüchtigten Meeresfrüchtemarkt. Am 24.12.19 wurde dann in Singapur der erste Fall der Lungenkrankheit gemeldet, die dann später als Coronavirus bekannt werden sollte. 5 Tage später, am 29.12., wurden dann in einem Krankenhaus in Wuhan 4 Patienten mit den Symptomen der neuen Lungenkrankheit behandelt. Alle 4 waren Angestellte des Marktes. In diesem Zusammenhang begannen die Behörden dann, nach weiteren Erkrankten Ausschau zu halten. Die Geschehnisse nahmen dann am 30.12.19 richtig Fahrt auf. Dr. Li Wenliang, Augenarzt am Wuhan Central Hospital, verbreitete über ein WeChat-Forum eine Warnung, dass 7 Patienten erfolglos wegen einer viralen Lungenentzündung behandelt worden waren. Die Diagnose lautete SARS. Da die Patienten nicht auf die SARS-Behandlung ansprachen, beschloss man, sie unter Quarantäne zu stellen. Leider infizierte sich Dr. Li selbst mit der Lungenseuche und verstarb am 6.2.20. Vor seinem Tod soll er noch gesagt haben, dass es in einer gesunden Gesellschaft mehr als nur eine Stimme geben müsse. Diesen Wisch, den ihr hier seht, ist die Anweisung an andere Ärzte, weitere Fälle nicht öffentlich zu kommunizieren, sondern nur intern weiterzumelden. Um die Panik im Keime zu ersticken, verhafteten die chinesischen Behörden 8 weitere Ärzte, die sich an dem WeChat beteiligten. Die fadenscheinige Begründung der Verhaftung war es, gesetzliche Akte der Herstellung, Verbreitung von Gerüchten und der Störung der sozialen Ordnung begangen zu haben. Die Meldungen über eine neue Lungenseuche begannen sich dann am Abend des 30.12. wie ein Lauffeuer in den sozialen Medien zu verbreiten. Nun waren bereits 27 Infizierte bekannt, alle hatten einen Stand auf dem Fischmarkt. Durch diese Ereignisse gezwungen, sahen sich die Behörden dazu genötigt, eine dringende Mitteilung über die Behandlung einer Lungenentzündung unbekannten Ursprungs zu veröffentlichen. Daraus resultierte wiederum, dass Hongkong, Macau und Taiwan umgehend ihre Einreisebestimmungen verschärften. Am gleichen Abend wurde der Fischmarkt desinfiziert und einen Tag später geschlossen. Hierbei gingen dann auch vermutlich Spuren verloren, die bei der Rekonstruktion des Ausbruchs hätten hilfreich sein können. Zu diesem Zeitpunkt gingen die Behörden fest davon aus, die Lage im Griff zu haben. Der Leiter des Infektionszentrums der Universität Hongkong, Ho Pak Leung, empfahl am 4.1.20 ein strenges Monitoring-System. Er vermutete bereits damals, dass die Übertragung auch von Mensch zu Mensch möglich sei. Weiterhin identifizierte er auch das chinesische Neujahrsfest als weiteren Multiplikator für die Ausbreitung der Lungenseuche. Die KP sah sich den ersten Vorwürfen ausgesetzt, keine Informationen über den Ausbruch an die internationale Gemeinschaft herauszugeben. Hinter verschlossenen Türen wurde hier bereits von Vertuschung gesprochen. Am 7.1.20 schien diese Vorgehensweise immer mehr zur bitteren Gewissheit zu werden. Die Regierung zensierte den Hashtag WuhanSARS in den sozialen Medien und begann damit Fälle von angeblich irreführenden Informationen zu verfolgen. Sie tun Hass sagen! Tja, genau das müssen die sich wohl gedacht haben. Einen Tag später wurde dann auch endlich von den Behörden offiziell die Entdeckung eines neuen Coronaviruses verkündet. Die Ausbreitung im Ausland und im Inland ging auch am 20. Januar lustig weiter. Das chinesische Gesundheitsministerium meldete, 3 Mutationen bzw. Virenstämme gefunden zu haben. Natürlich wurde auch versprochen, die Bemühungen, das Virus einzudämmen, zu verstärken. Die Situation war auch weiter nicht in den Griff zu bekommen. Am 27. Januar hält die Koryphäe auf dem Gebiet der Virenforschung, der Leiter der Universität Hongkong, Dr. Gabriel Longdin, einen 3-stündigen Vortrag auf YouTube. Dieser trifft die düstere Vorhersage, dass die tatsächlichen Zahlen der Infizierten 10-mal so hoch seien wie die offiziellen Angaben der Behörden vor Ort.
Auch sagt er, dass selbst die schärfsten Maßnahmen zur Eindämmung den Virus nicht mehr aufhalten können. Zum Höhepunkt der Infektionswelle geht er von bis zu 100.000 Menschen am Tag aus, die sich erneut infizieren. Währenddessen schoben sich die Behörden gegenseitig den schwarzen Peter zu. Niemand wollte schuld sein an der miserablen Informationspolitik. Die umfangreichen Quarantänemaßnahmen beginnen am 22.01.20. Flüge und Züge aus Wuhan werden gestrichen. Zu diesem Zeitpunkt hatten allerdings bereits mehr als 100.000 Bewohner das Gebiet verlassen. Auch die Kontrollpunkte wurden durch die Bürger einfach ausgestochen. Viele Bürger nahmen vor dem Passieren dieser Punkte schlichtweg Fiebersenker ein. Nur 24 Stunden später wurde dann der komplette öffentliche Nahverkehr ausgesetzt. Auch begannen die Bauarbeiten am Notfallkrankenhaus Fushisan, das mindestens 1000 Betten bieten sollte. Das Krankenhaus wurde dann, nur 10 Tage später am 3.2.20, eröffnet und an das Militär übergeben. Auch riefen weitere Provinzen, Regionen und Städten den Notstand aus. Zu diesem Zeitpunkt waren damit 35 Millionen Menschen von der Quarantäne betroffen. Doch damit nicht genug. Auch 70.000 Kinos wurden geschlossen, ebenso wie touristische Ziele, darunter auch die verbotene Stadt. Am 25. Januar werden letzten Endes 30 von 31 Provinzen von diesen Maßnahmen betroffen sein. Die Ausweitung der Neujahrsfeiertage folgt dann auf dem Fuße am 26.01.20. Die KP erhofft sich, dadurch die Ausbreitung weiter einzudämmen. Landesweit wurde der Handel mit Wildtieren für beendet erklärt. Auch wurden überall Kontrollstationen und Isolationsstationen errichtet. Insbesondere an Flughäfen, Bahnhöfen und Busstationen sowie Häfen. Wie bei uns wurden auch drüben Schulen und Kindergärten geschlossen. Somit haben wir den Sprung in den Februar gemacht. Die USA erlassen Zölle auf Güter, die gegen den Virus eingesetzt werden können. Die Abwässer sollen überwacht und desinfiziert werden, nachdem bei einem Patienten Spuren des Viruses in seinen Hinterlassenschaften gefunden wurden. Eheschließungen werden gestoppt, sowie die Kontrolle in Hubei weiter verschärft. Pro Haushalt darf nur noch zweimal in der Woche eine Person das Haus zum Einkaufen verlassen. Die Regierung von Wuhan verlangt von den Unternehmen, nicht vor dem 9.2. die Geschäfte wieder aufzunehmen. Die Kapazitäten an Krankenbetten werden weiter ausgebaut. Dreharbeiten zu Filmen und Serien werden eingestellt. Apple und IKEA sowie andere Unternehmen schließen ihre Läden. Beerdigungsfeiern werden stark eingeschränkt, der Leichnam darf nicht mehr in den Kontakt mit Trauernden kommen. Eine weitere drastische Maßnahme ist die Quarantäne aller verdächtigen Personen und von Bekannten bzw. Freunden, die mit diesen in Kontakt standen. Man erwartet von den Patienten die Kooperation. Wer sich weigert, wird von der Polizei an seine Bürgerpflicht erinnert. Die Verlängerung der Neujahrsfeierlichkeiten endet. Die wiedereröffneten Börsen reagieren zum Teil mit massiven Abschlägen. In Wuhan übernahm das Militär die Verteilung von medizinischen Gütern, da laut Regierungsangaben hier einige findige Geschäftsmänner ihre Hände im Spiel hatten. 4000 Kreuzfahrer der World Dream werden unter Quarantäne gestellt, da man unter ihnen 4 positive Corona-Fälle festgestellt hatte. Mittlerweile stützt die chinesische Staatsbank die Finanzmärkte mit mindestens 240 Milliarden Euro an Finanzspritzen. Ein weiterer schwarzer Tag in dieser Chronologie des Chaos ist der Tod von Dr. Li Wenliang im Alter von nur 34 Jahren. Er war der erste Blogger, der von Anfang an versucht hat, Informationen über das Virus zu verbreiten. Als Dank für seine Ehrlichkeit seinem Volke gegenüber sah er sich Repressalien durch die Polizei ausgesetzt. Die Maßnahmen werden immer kritischer. Die Guangdong-Notstandsgesetze ermächtigen die Regierung, Privateigentum zur Bekämpfung der Epidemie zu enteignen. Auch werden Strafen gegen Apotheker verhängt, die mit dem Leid der Leute Kasse gemacht haben. Beispielsweise hatten diese Atemschutzmasken zu Wucherpreisen verkauft. Damit die Bürger sich dennoch mit günstigen Atemschutzmasken eindecken konnten, wurden zum zivilen Gebrauch am 13. Februar 1,3 Millionen Masken für umgerechnet 20 Euro Cent das Stück freigegeben. Die Verschärfungen gehen weiter.
In Hubei wird das Kriegsrecht eingeführt. Auch wurde es den Einwohnern verboten, ihre Nachbarschaft zu verlassen. Aus dieser Regelung erwuchs dann eine komplette Ausgangssperre, von der dann mindestens 60 Millionen Menschen betroffen waren. Von Rückkehrern nach Peking wird eine Selbstquarantäne von mindestens 14 Tagen verlangt. Fahrgäste in Shenzhen müssen mittels einer App und eines QR-Codes ihren echten Namen hinterlegen. Mit dieser Maßnahme soll die Rückverfolgbarkeit von Kontakten innerhalb der Bevölkerung weiter erhöht werden. Die Quarantänemaßnahmen wurden schließlich auch auf die Dörfer ausgeweitet. Der Zugang ist nur noch den Einheimischen möglich. Jeder Haushalt darf alle 3 Tage eine Person aussenden, um landwirtschaftliches Material auf festgelegten Wegen und für begrenzte Zeit herbeizuschaffen. Weitere Maßnahmen vom 16. Februar sind unter anderem die Schließung aller öffentlichen Gemeinschaftsräume. Auch werden sämtliche Versammlungen und Veranstaltungen abgesagt. In einigen Städten werden die Bürger komplett und vollends aus dem Straßenbild entfernt, ob zu Fuß oder mit dem Auto. Es ist nur noch Verkehr zugelassen, der in Zusammenhang mit der Epidemiebekämpfung steht. Bei Zuwiderhandlung droht eine zentrale öffentliche Zwangsuntersuchung und das Fahrzeug wird beschlagnahmt. Doch es gibt auch Positives zu berichten. So wird bereits ein erster Impfstoffprototyp an Tieren getestet. Mit den ersten klinischen Versuchen möchte man April diesen Jahres beginnen. Doch es gibt auch Stielblüten, die zum Schmunzeln anregen. So sollen Patienten, die mit Fieber oder Husten aus Eigeninitiative zum Arzt gehen, eine einmalige Prämie von 65 Euro erhalten. Das Ende der Fahnenstange ist auch am 17.02. nicht erreicht. So wird den Bewohnern von Xiaogang, der am zweitschlimmsten betroffenen Stadt, verboten, komplett das Haus zu verlassen. Das gleiche gilt auch für die umliegende Landbevölkerung und auch hier wird der Straßenverkehr vollends eingestellt. Bei Zuwiderhandlung drohen 10 Tage Haft und der Vermerk auf einer Liste der sogenannten unehrlichen Personen. Doch es gibt auch Regionen, in denen der Straßenverkehr wieder aufgenommen wird und die Kontrollpunkte zurückgebaut werden. Im Zentrum der Epidemie wird von den Einwohnern nun verlangt, täglich 2-mal ihre Körpertemperatur zu überprüfen und diese weiterzumelden, falls sie die 37,3 Grad Celsius überschreitet. Am 24. Februar kam es zu einem kleinen Fauxpas. Die Stadtregierung erlaubte es Ausländern unter bestimmten Voraussetzungen die Stadt zu verlassen. Diese Anordnung wurde allerdings Stunden später widerrufen, da sie ohne Genehmigung der Zentralregierung erlassen wurde. So viel also zur Chronologie der Ereignisse in China. Ihr fragt euch jetzt sicher, wieso ich diese so ausführlich behandelt habe. Ich wollte euch vor Augen führen, welche extremen Maßnahmen bis dato schon getroffen wurden, um den Fortgang der Pandemie zu bremsen. Nun möchte ich mit euch auch die bisherigen Ereignisse in Deutschland kurz zusammenfassen, um das Bild abzurunden. Am 28.01.20 titelte der Spiegel: Bayerische Behörden bestätigen ersten Fall in Deutschland. Das Coronavirus breitet sich weiter aus. Nun gibt es den ersten Fall in Bayern. Nach Spiegelinformationen hat ein Mann sich bei einer chinesischen Kollegin angesteckt. Der deutsche Patient 0 wurde isoliert und seine Kontaktpersonen wurden über die Symptome und Gegenmaßnahmen informiert. Bereits am 31.01.20 war bereits von einer Infektionskette die Rede. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits 5 Fälle in Bayern bekannt. Patient 0 hat quasi ganze Arbeit geleistet. Dieser Fall belegt wunderbar die hohe Ansteckungsrate von SARS-CoV-2. Kurz darauf wurde bekannt, dass ein Mitarbeiter desselben Automobilzulieferers aus Bayern auch eines seiner Kinder mit dem neuartigen Virus infizierte. Es handelt sich hierbei um den 5-jährigen Sohn des Mannes aus dem Kreis Taunusstein. Die Ehefrau und 2 weitere Kinder befanden sich im Krankenhaus und damit in ärztlicher Betreuung. Der Zustand der Infizierten soll allerdings stabil gewesen sein. Es dauerte nicht lange, nur bis zum 6.2., um die Zahl der gemeldeten Fälle in Deutschland auf 13 ansteigen zu lassen. 2 dieser Fälle wurden durch eine Rückholaktion deutscher Staatsbürger aus China eingeschleppt. Von den Auswirkungen dieser Pandemie waren auch Deutsche an Bord 2 Kreuzfahrtdampfer betroffen. 8 Deutsche waren auf dem Kreuzfahrtschiff Diamond Princess und 57 Deutsche waren auf der Westerdamm. Wenig überraschend breitete sich der Erreger weiter im Lande aus. Am 25.02.20 wurde bekannt, dass eine erste Infektion in Baden-Württemberg gemeldet wurde. Betroffen diesmal war ein 25-jähriger Mann aus dem Landkreis Göppingen.
Er soll sich während einer Italienreise in Mailand, also quasi im europäischen Epizentrum der Epidemie, mit dem Virus infiziert haben. Er litt unter grippeähnlichen Symptomen, nahm selbst Kontakt zu den Behörden auf und wurde isoliert untergebracht. Am gleichen Tag machte sich das Virus auch in Nordrhein-Westfalen breit. Betroffen dieses Mal ein Ehepaar aus Erkelenz, dieses wurde in die Uniklinik nach Düsseldorf gebracht. Am Abend des gleichen Tages beschloss der Heinsberger Landrat Stefan Pusch vorsorglich die Schulen und Kitas sowie die Behörden zu schließen. Laut den aktuellen Meldungen vom 28.02. wurde die Schließung der Schulen bis Freitag, den 6.03. verlängert. Die hinter uns liegenden Karnevalsfeiertage dienten hier als Multiplikator für die weitere Verbreitung der Lungenseuche. Die letzte Meldung, die ich in diesem Bericht im Rahmen der Chronologie aufnehmen möchte, ist, dass die Suche nach dem Patient Zero im Kreis Heinsberg eingestellt wurde. Hier im Kreis, ja, ich komme aus Heinsberg, sind momentan mindestens 35 Menschen betroffen. Auch die WHO hat heute ihre Risikoeinschätzung endlich auf sehr hoch geändert. Ich kann nur sagen, welch Überraschung. Und wie handeln die Bürger hier im Kreis? Aus meiner Sicht tun sie das einzig Richtige. Sie bevorraten sich. Das Ergebnis sind leere Regale und ein Lächeln bei den Betreibern der Geschäfte, wenn sie auf den Umsatz blicken. Das waren nun eine Menge an Infos. Während ich nun noch Impressionen der leeren Regale laufen lasse, möchte ich wie versprochen noch auf einige Auffälligkeiten eingehen. Wie üblich dauerte es nicht lange, bis die ersten Gerüchte die Runde machten. Eines besagt, das Virus sei aus einem Labor in Kanada gestohlen worden. Im Zentrum dieser These steht die angesehene Virologin Dr. Xiao Qiu und ihr Mann. Diese wurde letztes Jahr im Sommer in Begleitung einiger Studenten aus Kanadas einzigem P4-Labor in Winnipeg eskortiert. Ihre Sicherheitsfreigabe wurde widerrufen. Das Forscherpaar wurde beurlaubt, den Angestellten wurde verboten, mit dem Paar zu sprechen. Als Grund für diese Maßnahmen werden Richtlinienverstöße und Verwaltungsangelegenheiten genannt. Über sie ist bekannt, dass sie bis heute eine enge Verbindung zu China pflegte. Ihr Gatte arbeitete auch als Biologe in dem Labor und forschte an diversen Coronaviren. Im Rahmen einer normalen Zusammenarbeit ist bekannt, dass diverse Virusproben von Kanada nach China exportiert wurden. Die neue Lungenseuche soll allerdings nicht darunter gewesen sein. Zudem war sie mindestens 5-mal in China, um Techniker und Forscher in Chinas P4-Labor in Wuhan zu schulen. Aus Schutz ihrer Privatsphäre äußert sich die kanadische Regierung nicht weiter zu den Ermittlungen gegen das Forscherehepaar. Jegliche Verbindungen zu dem aktuellen Ausbruch wurden von der kanadischen Regierung klar dementiert. Soweit also die gesicherten Erkenntnisse, die von offizieller Seite nicht kommentiert werden. Der Geschäftsmann Kyle Bass trat auf Twitter mit diesem Tweet eine Lawine los. Er gab darin an, ein Spionageteam habe Corona-Proben zum P4-Labor in Wuhan gebracht. Diese Proben seien dann als Waffe missbraucht worden. Dieser Umstand löste dann im Internet die wildesten Thesen aus. Aber es gab auch Belege, dass Viren in der Tat bereits nach China geschmuggelt wurden. Dass Staaten nicht ohne militärisches Interesse solche Labore betreiben, sollte klar sein. Dass es hier theoretisch zu Unfällen kommen kann, allerdings auch. Ein Indiz, dass es hier einen Zusammenhang geben kann, wie auch immer dieser aussieht, ist auch die Entfernung zwischen dem Markt und der Adresse des Labors. Wenn die Daten stimmen, liegen diese nur knapp 12 Kilometer auseinander. Also aus strategischer Sicht als Operationsbasis für einen Feldversuch gut geeignet. Weit genug, um sich nicht direkt anzustecken, nah genug, um eingreifen zu können. Einen Punkt, der nahelegt, dass auch China wie andere Staaten sehr wohl ein Interesse an strategischen Biowaffen verfolgt, möchte ich mit euch noch teilen, bevor wir zum Ende kommen. Dieser freundlich reinblickende Herr ist Ji Haotian. Er war chinesischer Verteidigungsminister von 1995 bis 2004. In einer Propagandarede aus dem Jahre 2005, die den Kriegswillen des Volkes proklamierte und in der er unter anderem davon schwadronierte, den Westen mittels Atomwaffen zu attackieren, sagte er auch Folgendes: Nur durch nicht zerstörerische Waffen
die dennoch eine große Anzahl von Menschen beseitigen können, werden wir in der Lage sein, die USA für uns zu reservieren. In den letzten Jahren gab es eine sprunghafte Entwicklung der modernen biologischen Technologien. Neuartige Biowaffen wurden eine nach dem anderen entdeckt. Natürlich waren wir nicht untätig. In diesen Jahren haben wir die Gelegenheit genutzt, um derartige Waffen zu beherrschen. Wir sind schon in der Lage, unser Ziel der Säuberung der USA spontan zu erreichen. Als Genosse Xiaoping noch unter uns war, hatte das Parteikomitee den Scharfsinn und traf die richtigen Entscheidungen. Keine Flugzeugträgerstaffeln zu entwickeln und stattdessen auf die Entwicklung tödlicher Waffen, die in der Lage sind, große Bevölkerungsgruppen im feindlichen Land zu beseitigen, zu konzentrieren. Zitat Ende, Grüße an die KP. Naja, das sind ja großartige Aussichten. Klar handelt es sich hier um propagandistisches Säbelrasseln. Richtig ist aber auch, dass die Chinesen die Ausgaben des Militärbereiches seit dem Jahre 2000 bis 2018 um mehr als verfünffacht haben. Welchen Anteil dieses Geldes in die Entwicklung der biologischen Kampfstoffe geht, vermag ich nicht zu sagen. Ich dachte mir, es schadet aber nicht, gerade im Kontext der aktuellen Entwicklungen, diese Informationen im Hinterkopf zu haben. Kommen wir zum Schluss. Meinen Respekt an alle, die sich das Video bis zum Schluss angeschaut haben. Klar, es waren viele Infos auf einmal, aber es ist ja auch ein umfangreiches Thema. Mein Fazit: Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Doch es schadet auch nicht, ein Auge auf das Geschehen zu haben und die eigene Hygiene hochzuhalten. Die wirtschaftlichen Folgen des Ausbruchs werde ich mir in einem anderen Beitrag vornehmen. Ich habe so das Gefühl, dass uns hier noch einiges bevorsteht. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, teilt das Video, lasst ein Like und Abo da und ich freue mich wie immer in den Kommentaren mit euch ins Gespräch zu kommen. Auch auf dem Discord würde ich euch gerne sehen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal hier bei den M-Files.